Ja, willkommen bei einer weiteren Folge Oldboy. Ich bin Endo von Yushano. Und dieses Level hier treibt mich langsam in den Wahnsinn. War bei dem letzten Bossfight aber auch nicht anders. Ja, es ist eigentlich kein Bossfight, aber es ist das gleiche Prinzip. Man hat am Anfang eine Sequenz, die man immer überspringen muss, weil man sie immer und immer und immer wieder sieht. Nein! 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 Warum nur? Ist die Frage, zerbrechen die Steine davon, dass ich auf sie drauf springe? Oder zerbrechen die auch schon von alleine? Weil der Rechtsfreund, der hat ja schon von alleine so leicht rötlich, dann muss ich mal herausfinden. Ah doch, ich glaube, es hängt schon davon ab, wann ich drauf springe. Also hätte ich doch länger warten sollen. Aber jetzt kommt nichts mehr. Ja, ja, ich weiß, dass du keine Ahnung was hast, was hier los ist, Gaddy. Du hast nie Ahnung, was hier los ist. Das liegt daran, dass du ein verdammter Trottel bist. Ich zertrappel dich, du. Es dauert wieder Ewigkeit, bis die eine Statue dann die andere Statue erbricht. Twig könnte uns ja helfen, nö, will er aber nicht. Warum denn auch? Nein! Nein! Nein, Odos, einfach Hand ausstrecken und hochziehen. Das sind etliche verkackte Kanten. Spiel mal Assassin's Creed oder so, dann lernst du das. Oder geh mal kurz in Animagus oder so. Nein! Endlich, okay. Nein, nein, nein! Wie soll ich das? Ich habe ehrlich gesagt schon mehrere Male darüber nachgedacht, das Let's Play Oldboy zu beenden. Aber ich denke immer wieder, ach, so lange dauert es nicht mehr. So lange wird es nicht mehr dauern. Das machst du noch. Was war dieser Pfaff? Ich habe schon, also beim letzten Kampf, weiß ich, habe ich wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, dieses Let's Play einfach mal abzubrechen. Ich denke wieder, ach nee, es dauert eh nicht mehr lange, dann machst du es eben fertig. Aber regelmäßig denke ich, eigentlich habe ich oft nicht wirklich Lust drauf. Und ein Let's Play zu Let's Playen, nur wegen der Let's Plays, ist ja nicht richtig. Man sollte ja wirklich auch Lust selber haben auf das Spiel. Weil sonst, es macht ja auch nicht Spaß, jemanden zuzugucken, der einen Spiel spielt, als dass er selber keine Lust hat, ne? So. Warte, okay. So. Ach nö, das könnte, glaube ich, sehr stressig werden. Könnte nicht immerhin wieder mal ein Speicherpunkt dabei sein? Also, dass irgendwie, wenn ich bei Gaddy lande, dass es irgendwie ein Speicherpunkt ist und es danach von da weitergeht, das wäre sehr, sehr spielspaßfördernd.
Es erfordert nur der Spielspaß der Gedanke, dass sie da sterben, eventuell, wenn die da runterfallen. Aber das stört wir dann wieder, wenn ich sie sehe. Und merke auch, nee, die haben ja überlebt. Nein! Nein, warum fliegst du gleich? Warum fliegst du? Warum springst du nicht, du verkackter Scheiß-Otus? Okay. Ich mache ein Folgenende, nachdem ich das hier geschafft habe. Also, wenn ihr das nicht mehr sehen wollt, wie ich hier jetzt runterfalle, könnt ihr einfach zur nächsten Folge. Aber dennoch sehen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr zur nächsten Folge rüberwechseln. So. Das könnte noch eine Weile dauern. Nein! Warum fliegt er? Warum? Er fliegt gleich! Er fliegt gleich! Obwohl er doch eigentlich erst springen könnte und dann erst in der Luft beginnt, auf den höchsten Punkt zu fliegen. Aber er fliegt gleich! Warum? Ich drücke ganz normal, verkackt nochmal, A! Ah. Nein, nein, nein! Dieses... Ego-Shooter machen aggressiv, heißt es. Nein. Der Inhalt des Spiels ist es eigentlich nicht. Also, worum es geht in dem Spiel, ist es nicht. Es geht mehr darum, ob ein dieses Spiel die ganze Zeit über die gleiche Stelle versaut. Oder immer die gleiche Sache. Das ist es, was aggressiv macht. Das ist eine Eigenschaft, die man nicht unbedingt einem gewissen Genre zurechnen kann. Manchmal fängt er von alleine in der Luft an, mit den Flügeln zu schlagen. Manchmal denkt er sich einfach, nö, lass dich mal. Das Problem ist, wenn er von alleine anfängt, in der Luft mit den Flügeln zu schlagen, so wie jetzt, und ich dann nochmal A drücke, dann bricht das ab. Und kann nicht wieder anfangen. Nein, warum? Ich hätte da locker gerade drauf springen können. Ich war da drauf. Ich war da so halb drauf. Warum dieses Spiel, ich denke immer wieder, ach bitte, es ist bald vorbei, lass es bald vorbei sein. Und wisst ihr was, wenn ich das in einer 20-Minuten-Folge nicht schaffe, dieses Level, dann sage ich auch, das war's mit dem Let's Play. So radikal bin ich gerade, ja. Und jetzt ist es wie einer dieser Momente, wo man sich denkt, warum? Warum, Spiel? Warum machst du das? Warum lässt du uns plötzlich in der Luft mit den Flügeln schwingen und vorher nicht? Tu doch was, Junge, du könntest ja doch... Ach, die fliegen einfach weg, okay. Ich hätte es sehr gerne von dem Spiel, dass man bewusst bestimmen kann, wann er mit den Flügeln anfängt zu schwingen. Kann er aber nicht. Er macht das
manchmal macht das an der höchsten Stelle, dass wenn die Flügel anfangen zu schwingen, manchmal macht das nicht. Wenn man denkt, jetzt, oh, er macht es nicht, und man dann A drückt und dann trotzdem irgendwie plötzlich gerade kurz davor angefangen, fällt man runter und man kann nichts mehr dagegen machen. Danke. Und manchmal denkt man, okay, er wird jetzt wieder mit den Flügeln schlagen, verlasse ich mich wieder drauf, und er macht das plötzlich nicht mehr. Wie jetzt zum Beispiel, er hat es gerade nicht gemacht. Jetzt macht das aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und gerade hat es aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht gemacht. Jetzt hat er es auch aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht gemacht. Und jetzt hat dieser Fels aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht vorher rot geblinkt, bevor er noch einmal zerbrochen ist. Und wenn diese verkackte Sequenz hier, ah, wir steigen nach oben, eine dramatisch ansetzende Musik, ja danke, jetzt brich endlich ab, du verkackte Statue. Und es fällt in den Tod gefälligst. Ich will euch da oben nicht wieder sehen. Ja, und jetzt wieder. Denkt ihr sich, nö. Warum denn auch? Nein! Was? Dieses... Okay, das war's dann von dem Let's Play Oldboy. Leute, ich weiß, es ist keine 20-Minuten-Folge geworden, es ist eine 12-Minuten-Folge geworden, aber nö, das war's. Rage Quit. Ja. Nee. Ja, wenn ich keine Lust habe, keine Lust, ne? Da kann man nichts machen und da kann man es auch nicht schön reden und nicht schön machen, wenn es auf die Nerven geht, dann geht es mir auf die Nerven. Okay, aber üblicherweise machen wir am Ende von einem Display eine kleine Bewertung. Es ist durchaus unterhaltsam, das Spiel. Man hatte aber hin und wieder da und hin und da, glaube ich, mal ein paar Bugs, wo man merkte, okay, 9 Jahre Entwicklung oder so war das, da sollte man, hätte man das und das mal vermeiden können. Ich weiß nicht mehr, was genau es war, aber hin und wieder hatten wir es, glaube ich, mal. Habe ich dann aber auch erwähnt, denke ich. Ich habe eine kleine Jump-and-Run-Allergie, also bei Sachen wie dem und die ganze Zeit dasselbe reingewirkt. Ah, du fällst wieder runter. Also das Spiel, das so als würde das Spiel so einen sagen, nö, fick dich. Du könntest ganz das locker schaffen, wenn unsere Steuerung Regelmäßigkeiten aufweisen würde, aber tut sie nicht. Du musst immer raten, fängt er jetzt von alleine an mit den Flügeln zu schlagen oder tut das nicht? Ja. Also macht er ja auch nicht immer. Ansonsten finde ich als Storyspiel ganz töfte. Ja, Deephead Studio habt ihr an sich ganz toll gemacht, hat schöne Musik auch, muss man sagen. Also eigentlich
Ja, wenn ihr das Ende unbedingt kennenlernen wollt, dann holt euch das Spiel auch selber. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzusehen, wenn ihr euch das Spiel Spaß gemacht hat, oder denkt euch, das Spiel Spaß machen würde, und ihr denkt, verdammt, jetzt bricht da so kurz vorm Ende ab, ist ja voll der miese Cliffhanger. Ja, dann ist es halt so. Dann müsst ihr halt das Spiel selber kaufen. Haha. Habe ich übrigens nichts von. Ich müsste jetzt aber Deep Head Studio anrufen und sagen, hier, jetzt gebt ihr mir 1000 Euro dafür, dass ich das gesagt habe. Ich habe nicht eine riesige Zuschauerschaft. Und jetzt verdient ihr Millionen allein durch mich, weil ich das gesagt habe. Also, jetzt her mit der Kohle, ne? Mach ich gleich mal. So. Ja, ich find's süß, dass diese Ohren von diesem Oldboy da so zucken. Ich mach mal eine Sache. Ich start. Ja. Ja, bla bla bla. Weil am Anfang habe ich ja gefragt, würde die ganze Story anders verlaufen oder dieser Meister von die ganze Story über einen anderen Eindruck von uns haben, wenn wir nicht so rumspielen würden? So. Genau, diesen, jenen Meister meinte ich. Hey. So. Jo, Otis ist wie immer nervös und spielt mit seinen Fingern rum. Jetzt gehen hier quasi diese Tutorial-Mission los. Mit einer schönen Kamerafahrt. Die dafür sorgt, dass ich das nicht weg... klicken kann. Ach nö, wir hätten es auch so nicht hinbekommen. Okay, das ist so die Sache, die ich wissen wollte. Wir hätten es auch so nicht hinbekommen. Okay. Ich habe gerade wirklich versucht, nach oben zu... Okay, es wäre letztendlich überhaupt nichts passiert. Aber ich habe den doch voll nett abgesetzt. Okay, das wollte ich aber nur kurz eigentlich mal wissen, ob genau das so passieren würde. Ja, na gut. Dann wissen wir es jetzt, ja. Boah, da weiß ich jetzt ja, was ich wissen wollte. Okay, dann war es das mit diesem... Let's Play. Endlich. In Klammern. Muss ich mir ein anderes suchen. Hoffentlich irgendwas, was mir Spaß macht. Naja. Bis dann. Tschüss.